Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute teile ich ein paar Inspirationen für ein veganes Partybuffet mit euch. Das ist etwas, was wirklich super einfach vorzubereiten ist und die Sachen haben meinen Gästen total gut geschmeckt. Und deswegen möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich so serviere, wenn ich zum Beispiel Geburtstag habe, weil ich am Wochenende meinen Geburtstag gefeiert habe. Und die Sachen lassen sich wirklich gut vorbereiten und eigentlich ist für jeden was dabei, sodass man auch zwischendurch was snacken kann, wenn zum Beispiel die Party auch ein bisschen länger dauert. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Das war so der Hauptteil meines Buffets und zwar habe ich Fladenbrot angeboten. Dann gab es noch Falafel, das ist eine einfache Falafelmischung gewesen, die könnt ihr natürlich auch aus Kichererbsen selbst machen. Normalerweise schneide ich immer eine ganze Menge Rohkost und viele verschiedene Dips, die zeige ich euch gleich nochmal. Und dann habe ich Tofu-Stückchen eingelegt in Olivenöl und verschiedenen Kräutern für 2-3 Tage im Kühlschrank. Und dann gab es noch einen einfachen bunten Salat mit Öl-Balsamico-Dressing. Und die Dips, die ich gemacht habe, ist einmal der Tzatziki, den verlinke ich euch in der Infobox. Der kommt immer richtig gut an, den mache ich eigentlich auch für jede Party, auch für andere Partys von Freunden. Dann habe ich noch vegane Mayonnaise bzw. Aioli gemacht. Die Aioli habe ich allerdings dann auch noch mit ungesüßtem Sojajoghurt sozusagen gestreckt. Dann ist die nicht ganz so fettig und eignet sich super gut als Dip. Und das Letzte, was ich noch angeboten habe, ist vegane Kräuterbutter. Ist auch total easy, da nehmt ihr eben eine vegane Butter. Dazu kommt Knoblauch und 8 Kräuter und Salz und eigentlich ist es dann schon fertig. Und in meiner Heißluftfritteuse habe ich dann auch jede Menge Wedges vorbereitet, noch mehr Falafel und Ofengemüse, was ich in dieser Marinade vorher eingelegt habe, dann ungefähr für 40 Minuten in den Ofen gegeben habe. Ein Frankfurter Kranz wurde auch noch auf meinem Geburtstag serviert und es gab natürlich noch jede Menge Brot, das ich zwischendurch noch erhitzt habe, sodass man das mit den Dips essen konnte. Für mich ist das so die perfekte Möglichkeit, um es jedem gerecht zu machen. Eigentlich jeder mag irgendwie Brot zu dippen. Wenn natürlich Leute kein Gluten vertragen, kann man auch ein paar glutenfreie Brötchen noch anbieten. Aber so Tzatziki, Aioli oder auch Aiwa, was ich da fertig gekauft hatte, kommt immer sehr, sehr gut an. Und auch die Falafel haben auch den Leuten geschmeckt, die sehr gerne Fleisch essen. Ja, ich hoffe, dass euch die Inspiration gefallen hat. Die ganzen Rezepte zu den verschiedenen Sachen packe ich euch in die Infobox, sodass ihr das einfach nachmachen könnt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.